ihr da seid und gemeinsam mit mir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben zu erkennen und miteinander zu feiern. Der allmächtige und der barmherzige Gott, der Gott allen Lebens, ist hier und jetzt mitten unter uns als Vater und Mutter aller Menschen, als Bruder und Sohn und als Quelle der Erneuerung im Heiligen Geist. Amen. Wir laden euch ein, vom Lied Morgenlicht leuchtet, die drei Strophen mit uns zu singen. Außerdem bitte ich dich, erhalte mir die Freude am Leben, an meinem eigenen, aber auch am Leben der ganz anderen. Hilf, dass ich auch die dunklen Zeiten auf deine Nähe vertrauen und auf deinen Segen hoffe. Amen.
Menschen und unsere Zeit. Mit halbherzigen Augenblicken lässt du dich nicht abspeisen. Du willst uns ganz. Darum bitten wir dich, bleib uns wohl besonnen auch dann, wenn wir deinen Ansprüchen nicht immer gerecht werden. Er sagt, wer mich bittet, dem werde ich geben. Wer mich sucht, der wird mich finden. Und wer bei mir anklopft, dem werde ich die Tür zu einem neuen Leben öffnen. Ehre sei Gott in der Höhe. Paulus schreibt, derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll ein Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz der Herrlichkeit Gottes erkennen können. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirkt, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selber kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und trotzdem verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir kommen nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des Auferstandenen Jesu teilhaben. Allmächtiger Gott, aus deinem Wort schöpfen wir die Kraft für unser Leben. Lasst uns auf Gottes Wort mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens antworten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vom Lied Nummer 70, wie schön leuchtet der Morgenstern, singen wir wieder die Strophen 1 und 3.
Die Predigt haben wir zu einem Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 14. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, in Midian. Er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Plötzlich erschien ihm der Engel des Herrn in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Mose sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und ich will die wundersame Erscheinung anschauen. Warum brennt der Busch und verbrennt nicht? Als der Herr sah, dass Mose auf den Busch zuging, rief er: Mose. Mose antwortete: Hier bin ich. Da sprach Gott: Tritt näher, tritt nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört und ich habe ihr Leiden erkannt. Darum bin ich hierher gekommen, damit ich sie aus der Hand der Ägypter rette und sie aus der Knechtschaft herausführe in ein gutes und weites Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich habe den Jammer meines Volkes gehört und ich habe ihre Not gesehen. Mose, darum geh du zum Pharao und führe mein Volk, die Israeliten, in meinem Auftrag aus Ägypten heraus. Da sprach Mose zu Gott: Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott sprach: Mose, ich will mit dir sein. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werde ich mir auf diesem Berg ein Dankopfer darbringen lassen. Mose sprach zu Gott: Schau, wenn ich zu den Israeliten komme und sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, dann werden sie mich fragen: Wie ist sein Name? Was soll ich denn dann zu ihnen sagen? Gott sprach: Ich werde sein, der ich sein werde. Das sollst du ihnen sagen, denn das ist mein Name. Sag ihnen: Der Gott, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne du selber reden, hören und handeln durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zu den Ägyptern gehen soll, um mein Volk aus der Sklaverei zu holen? Meine lieben, Mose ist sichtlich erschrocken über die Aufgabe, die Gott ihm zumutet. Und darum fragt er erstaunt und vermutlich sogar ängstlich: Wer bin ich denn, dass ich diese Aufgabe, die du mir da zumutest, bewältigen kann? Wer wird mich ernst nehmen? Und wer wird mir glauben, dass du, Gott, mich gesandt hast und dass ich in deinem Namen rede? Und nur für den Fall, dass mir doch jemand zuhört, dann sag mir, wie ich dich ansprechen soll, damit die anderen wissen, wer du bist. Ich werde sein, der ich sein werde. Ein komischer Name für Gott und doch auch die Klarstellung, dass Gott sich von uns Menschen nicht festnageln lässt auf etwas, was wir gern hätten oder auf den, als den wir ihn gern hätten. Ich habe gelernt, dass man den hebräischen Namen für Gott auch mit Ich Bin übersetzen kann. Ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde.
Wenn ihr nochmal mit mir einen Blick auf den Text werft, dann können wir ein Gespür dafür bekommen, was Gott uns durch seinen Namen sagen will. In diesem Text fallen die Tunwörter besonders auf. Denn Gott ist ständig dabei, etwas zu tun. Er ist aktiv, er ist beweglich. Er sieht, er hört, er erkennt die Not seines Volkes. Und darum handelt er. Er kommt hernieder, er offenbart sich, er rettet, er führt heraus, er wird aktiv. Und dann nimmt er auch noch ganz konkrete Menschen in seinen Dienst, damit wieder andere Menschen ihn durch sie erkennen können. Gott ist im Tun gegenwärtig. Gott ist in der Lebendigkeit des Mitgehens, des Dabeiseins erfahrbar. Mose bekommt eine Ahnung, wie dieses Lebendigsein, dieses Mitgehen Gottes ist. Denn vor seinen Augen brennt ein Busch und doch verbrennt er nicht. Da ist eine Kraft, die sich ihm offenbart und über die er trotzdem nicht verfügen kann. Wir haben das vorher in dem Lied für uns singend erbetet. Geh sehr tief in das Herz hinein, du leuchtend klein und edler Stein, mit deiner Liebe flammen. Dass ich, oh Herr, ein Blütenmaß bleib, an deinem auserwählten Leib, ein Zweig an deinem Stamme. Nach dir bald mir mein Gemüte, ewige Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. Die Flamme der Liebe, die Flamme Gottes, die brennt, aber sie verbrennt uns nicht. Sie lässt uns brennen, aber nicht ausbrennen. Dieser Gott, der uns brennen, aber nicht ausbrennen lässt, dieser Gott nimmt uns in den Dienst und sagt klar und deutlich zu Mose, ich brauche dich. Du musst mein Volk aus der Sklaverei führen. So eine große und schwierige Aufgabe traut Gott Mose zu. Das schmeichelt ihn vermutlich auf der einen Seite, aber es verunsichert ihn auch. Und wer die Geschichte von Mose kennt, der weiß, wie schwer es für ihn sein wird, nach Ägypten zu gehen, denn er wird in Ägypten als Mörder gesucht. Mose hat schon als junger Mann erkannt, dass der Pharao seine Landsleute ausbeutet und er hat dort einen der Männer des Pharao erschlagen, in der Wut, und dann musste er fliehen. Wie konnte Gott jetzt von ihm erwarten, dass er sich seine Angst stellte und in das Land, aus dem er geflohen war, zurückfliehen? Und warum, wenn er das tun würde, sollte auch nur ein einziger Mensch auf ihn hören? Und wer würde ihm glauben? Mose war im Zweifel. Wenn er diese Aufgabe annahm, dann würde er sich nicht nur in Lebensgefahr begeben, sondern vermutlich auch äußerst lächerlich machen. Aber da war dieses Versprechen. Ich werde mit dir sein. Mose spürt, dass dieses Versprechen Gottes sein eigenes Vertrauen stärkt, sein Selbstbewusstsein in Gang. Ich werde dieser Aufgabe vielleicht doch gewachsen sein, denkt er. Und wenn ich zurückkehre, dann wird Gott mir helfen, mein Volk in das gelobte Land zu führen. Er wird mir zeigen, was ich zu tun habe. Vielleicht wisst ihr auch noch, dass Mose, als er dann noch in Ägypten ankommt, noch einmal kalte Füße bekommt und schlotternde Knie. Er kann da plötzlich doch nicht vor dem Pharao reden. Er hat Angst, dass der ihm gar nicht zuhören wird, sondern ihn einfach gleich einsperren wird. Und als Gott die Verunsicherung seines Boten spürt, wird er auch hier wieder aktiv und stellt dem zweifelnden Mose, dem ängstlichen Mose, seinen Bruder Aaron zur Seite. Der Bruder stärkt ihm das Rückgrat, der bleibt an seiner Seite, der spricht ihm Mut zu. Ich werde mit dir gehen, du bist nicht allein.
Gottes Versprechen wird für Mose ganz konkret spürbar. Zum Beispiel, wenn der Bruder seinen Arm um ihn legt und sagt, gib nicht auf, verzweifle nicht. Gemeinsam werden wir die richtigen Worte finden. In so einer Umarmung, in so einem Zuspruch, in so einer Geste der Liebe ist Gott anwesend. Hier erfüllt er sein Versprechen. Ich werde mit dir sein. Gott handelt. Diese Handlungsfähigkeit macht unseren Gott aus. Gott ist beweglich, er bleibt aktiv. Meiner Erfahrung nach immer auch durch die Menschen, die er in seinen Dienst nimmt. Darum wird man an dem, was wir selber tun und was wir selber nicht tun, erkennen können, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Ob wir spüren, dass er uns die Kraft gibt, notwendige Veränderungen in Gang zu bringen oder nicht. Ob wir in seinem Auftrag aktiv werden oder eben nicht. Diese Frage, wer bin ich denn? Wer bin ich? Die kommt mir sehr bekannt vor. Manchmal schaue ich in den Spiegel und frage mich, wer bin ich denn? Wie soll ich denn imstande sein, die Aufgaben, die mir zugetraut und oft auch zugemutet werden, zu bewältigen? Ist mein Leben so sehr in Gott verankert, dass ich einfach zuversichtlich drauf losgehe, drauf losarbeite und hoffe, dass alles gut gehen wird? Oder sind die Zweifel mir so groß, dass ich Angst habe vor jedem Schritt? Dass ich Angst habe, mich zu blamieren oder einen Fehler zu machen? Ist mein Leben in Gott verankert? Ist mein Vertrauen so groß, dass ich auch schwierige Situationen anpacke oder in schwierigen Situationen die richtigen Worte finde, um handlungsfähig zu bleiben? Wer bin ich? Vielleicht ist auch euch diese Frage vertraut. Dietrich Bonhoeffer, einen Mann, der eines meiner großen Vorbilder ist, evangelischer Pfarrer und Widerstandskämpfer im Dritten Reich, war diese Frage mit all ihren Zweifeln und Untertönen sehr vertraut. Als er wegen Hochverrats im Gefängnis saß und auf seine Verurteilung wartete, hatte er viel Zeit, über sich nachzudenken. Wer bin ich? Der, den die anderen in mir sehen, oder der, den ich in mir spüre? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei, freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Oder bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleich, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott, wer ich auch bin. Du kennst mich, denn dein bin ich, Gott. Wenige Tage vor Kriegsende wurde Dietrich Bonhoeffer als Widerstandskämpfer hingerichtet. Er trug seinen Tod mit Stolz, sagen wir, die heute seine Biografien studieren. Er hatte ein tiefes Vertrauen in Gott und er übte heftige Kritik an Menschen, die einfach nur loszogen und ohne Hirn und Verstand einer Botschaft folgten und sie nicht reflektierten. Dieses tiefe Vertrauen, dass Menschen wie Mose und Dietrich Bonhoeffer Gott entgegengebracht haben, das wünsche ich uns. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Dieses Vertrauen, dass es sich hundertfach lohnt, auf Gottes Versprechen einzulassen. Ich werde mit dir sein. Amen. Namen kennst, bitten wir dich,
Begleite uns, wenn unser Glaube schwach wird und die Zweifel in unserem Leben den Ton angeben. Wir bitten dich für alle Menschen, die die Zukunft fürchten, deren Leben von Angst, Sorgen und Misstrauen beherrscht wird. Sei ihnen nahe und lehre sie, dir zu vertrauen. Wir bitten für alle, die andere gegeneinander aufhetzen und aufhetzen, lehre sie zur Vernunft zu kommen und das Leben deiner Menschen zu achten. Wir bitten dich für alle, die krank oder arbeitslos sind, für alle, die keine Freude mehr haben in ihrem Leben, gib du dich ihnen zu erkennen. Segne sie mit Zutrauen und Gelassenheit und dem Vertrauen, dass ihr Leben auch in kleinen Schritten Sinn haben kann. Wir beten für die Trauernden und wir beten für die Sterbenden. Reich ihnen die Hand und hilf ihnen über die Schwelle, damit sie das Vertrauen finden, sich in deine Hände fallen zu lassen. Herr, unser Gott, überall da, wo du uns brauchst, damit du in unserer Welt zur Sprache kommst, nimm uns in deinen Dienst. Öffne unsere Augen und Ohren, damit wir unseren Platz in der Welt finden und damit wir erkennen, was in deinem Namen zu tun ist. Gott, weil wir manchmal nicht die richtigen Worte finden, um das vor dir abzulegen, was uns persönlich bewegt, beten wir zu dir mit den Worten, die uns von Jesus dem Christus zum Beten überliefert wurden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, die in Ewigkeit. Amen. Von Lied, großer Gott, wir loben dich, singen wir wieder die Strophen 6 und 7. Thank you.
Ich hoffe, Sie fühlen das auch, dass die Orgelkleinigung noch einmal etwas mit uns machen. Ich lade euch ganz herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 3. Februar hier in Oberwald. Und herzliche Einladung auch, euch bis dahin anzumelden für den Ausflug nach Leibniz am 17. Februar. Wir feiern hier eine Andacht mit Familienfrühstück, für die wir nicht mitfahren. Aber alle, die Interesse haben, mit der Marianne, mit dem Tod Florian, der eine Traumausbildung hat, und mit mir einen fröhlichen Faschingsgottesdienst in Leibniz zu feiern, sage ich herzliche Einladung. Wir feiern Gottesdienst, essen dann wie gewohnt Forschungsgruppen aus Oberwald mit dem Leibnizer Kaffee, bevor wir uns dann auf Schloss Seckau begeben und Schloss Seckau kennenlernen. Nach der Führung, die 7 Euro kostet, gehen wir miteinander Mittagessen in die Holzhütten und fahren dann nach dem Essen wieder gemeinsam nach Hause. Der Ausflug kostet die 7 Euro Seckau plus Mittagessen, die Buskosten übernimmt die Pfarrgemeinde. Wir sind ungefähr 10 aus Kemmerich und 15 derzeit aus Oberwart. Ich freue mich über jede Anmeldung, die noch dazu kommt. Den nächsten Gottesdienst feiern wir am nächsten Sonntag und ich danke für die Kollekte, die für die eigene Gemeinde bestimmt ist. Wir singen, bevor wir einander segnen, noch das Lied: Komm, Herr, segne uns, damit wir das spüren und dann einander den Segen weitergeben können. Er schaut dich liebevoll und sorgsam an. So lässt er sein Angesicht über
Thank you.